Mann, du bist aber nicht gerade die Hübscheste, ganz ehrlich. Na gut, die ist ziemlich klein, ne? Also eine ganze Ecke kleiner, glaube ich, als die Alpha-Wyvern. Hallo und willkommen zurück zu Modded Scorched Earth. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe gedacht, ich hole euch mal hier nachts dazu. Das ist so richtig schön hier mit dem Sternenhimmel. Und ich habe hier ein bisschen was an der Beleuchtung gemacht. Ich habe hier jetzt zwei von den Vanilla-Rundum-Beleuchtungsdingern stehen, die beiden Lampen. Ich habe die mal gelb angemalt. Man sieht das aber überhaupt nicht. Eigentlich, als der Patch neu kam, der das hier geändert hat, der das hinzugefügt hat, dass man die Lampen einfärben kann, da hat man die Farben ganz klar gesehen. Die sieht man jetzt irgendwie nicht mehr so. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an der gelben Farbe, dass man die nicht so stark sieht. Keine Ahnung. Das hat man eigentlich super gesehen immer. Und die kleinen Dinos, die sind jetzt auch langsam am Auswachsen. Die drei. Die sind jetzt bei der Hälfte. In einer Stunde, in 50 Minuten oder so, kann kein Mensch lesen. Und hier nochmal in einer Stunde 30 müssen wir die versorgen. Da müssen wir also da sein. Ich habe aber gedacht, wir drehen jetzt mal kurz eine Runde hier mit Schnarchnase, mit unserem Top-Level-Tier. Dafür haben wir sie ja eigentlich. Und ich bin normalerweise nie nachts unterwegs. Das ist eigentlich. Warum nachts unterwegs sein, wenn man auch tagsüber unterwegs sein kann? Ich versuche da nachts immer möglichst irgendwas im Haus zu machen. Das ist einfach viel praktischer. Ich denke, wir gehen einfach noch in Melee-Damage. Ich bin jetzt schon bei 30.000 HP. Oh yeah. Total cool. Die machen eigentlich so viel Spaß, die Dinos, die Megalos. So, ich drehe jetzt mal das Gamma ein bisschen hoch. Mal auf 3. Dass ihr auch was seht. Und da unten ist ein Modded Jaboa unterwegs. Den kenne ich noch nicht. Ich glaube, der ist neu. Ich dachte, ich hätte es jetzt endlich geschafft, hier die Spawns komplett zu blocken. Ich habe nochmal eine Runde gedreht, habe überall wieder Foundations hingesetzt. Und da oben ist ein Säbelzahntiger, der kam aber von oben. Jetzt haben wir ihn, ne? Der ist von da oben runtergefallen, also da kann ich nichts dafür. Hier unten sind alle Spawns geblockt, denke ich mal. Da oben habe ich aber noch nicht abgedichtet, das müssen wir auch noch machen. So. Der Säbelzahntiger wäre da mal besser nicht runtergesprungen. Den werden wir jetzt ganz gemütlich aufmampfen. Der gibt uns vielleicht noch ein Level ab. Yeah. Die sind so lustig, die Megalos. Ich finde es echt total traurig, dass man die nur nachts ausreiten kann. Wow, der hält ganz schön viel aus. Aber ich glaube, jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt haben wir ihn erwischt. Was war denn das für ein Level? Man weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht geguckt. So, Interface ist wieder an. Dann können wir eigentlich langsam schon wieder nach Hause gehen. Wir können auch den Skorpion essen. Ich weiß nicht, den schaffen wir normalerweise nicht. Aber ich vermute, dass wir den hochheben können. Und wenn wir ihn hochgehoben haben, dann kann er sich ja nicht wehren. Dann kann ich ihn ganz genüsslich verspeisen. Das wird auf jeden Fall noch ein Level abgeben. Oh, das ist der Harvest-Dodi. Der hat vorhin noch geschlafen. Der Skorpion legt den immer mal wieder schlafen. Wo ist er denn hin? Der Poison-Skorpion ist weg. Oh, ich glaube, da unten ist er, oder? Ja, der ist schon wieder gefährlich nah an unserer Base dran. Ja, wir können ihn hochheben. Also normalerweise keine Chance gegen das Tier, das ist viel zu stark. Und ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt schaffen. Das ist einfach zu high level für uns. Deswegen glaube ich, setzen wir das einfach vor die Tür. Warum nicht? Wir können es, also machen wir es. Geht es auf hier? Nee. Oh, ich glaube, wir haben den Skorpion abgeworfen. Nee, nichts mit weglaufen. Bleib mal da. Okay, jetzt geht die Tür auf. War ein bisschen buggy. So, dann setzen wir den da hin und hauen ab. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, jetzt müssen wir gerade was fressen. Das ist noch ein wilder Skorpion, ganz normaler. Noch einer. Wow. Ganz schön was los hier. Und dann machen wir uns langsam auf den Rückweg. Ich möchte heute auf jeden Fall nochmal das DNA 2000-Dings ausprobieren. Da hinten seht ihr es stehen. Ich habe jetzt zwei davon hingestellt, weil es so unglaublich lange dauert, irgendwas damit zu klonen oder wie man das nennen soll. Keine Ahnung, was man da eigentlich macht.
Auf jeden Fall habe ich mal zwei dahingestellt und ich denke, wir holen uns heute mal einen Rex und noch eine Wyvern. Weil wir unbedingt Wyvern brauchen. Da gibt es so viel, was man mit denen machen kann. Dann können wir das parallel machen und das Ganze kostet nicht ganz so viel Zeit. So, sind wir auch schon wieder zu Hause. Der Skorpion ist immer noch nicht zerkaut. Was ist das für ein Level? 500? Oh mein Gott. Wieso sind die immer so high level? Immer die Tiere, die ich nicht brauche, sind knapp unter Top Level. Na gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen länger kauen. Yes! Mein Gott, hat das lange gedauert. Wir haben es jetzt geschafft. Jetzt gehen wir mal hier rein und leveln auf jeden Fall noch ein bisschen Melee Damage, hätte ich gesagt. Yeah, zwei Levels. Und da freut er sich. Dann parken wir den mal wieder hier oben bei Megala. Und die sind so cool. Ich stelle mal das Gamma wieder runter. Gamma, schauen wir auf 2,5 oder so. Schon viel besser. Und dann gucken wir nochmal in die Base. Das sieht eigentlich alles total cool aus nachts. Gerade hier auch Flavia da oben. Die so beleuchtet ist von unten. Sieht total cool aus. Und es kommen ja total viele Arc-Patches raus zurzeit. Und zwar Vanilla-Arc-Patches. Da wird ziemlich viel am Balancing gemacht momentan. Die Veggie-Cakes zum Beispiel, also diese Kuchen, mit denen man die Schnecken füttert, die wurden ja mehrmals irgendwie genervt und wieder angepasst. Ja, sieht doch total cool aus hier, oder? Gefällt mir super gut. Und die Brontos wurden total genervt. Also da kam ja dieser Pflanzenfresser-Buff raus, dass die Tiere irgendwie weniger Feuer-Damage nehmen und weniger Explosivschaden. Dann haben die Brontos irgendwie nur noch 50% Explosivschaden genommen. Jetzt nehmen sie irgendwie wieder 100% seit dem letzten Patch. Also da wird unglaublich viel geändert. Und eins wurde auch noch geändert. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Habe ich total Lust drauf. Dafür brauchen wir C4. Okay, wir können mal so einen Remote Detonator bauen. Machen wir an. Und dafür brauchen wir Gunpowder. Das ist kein Problem. Der Chemietisch läuft ja schon seit Stunden durch. Da sollten wir auf jeden Fall Gunpowder irgendwo haben. Gunpowder. Okay, wir haben im Croplot haben wir 35.000, Chemietisch 20.000. Nehmen wir mal die 20.000 aus dem Chemietisch, der ist eh ziemlich voll. Und dann stellen wir uns da 100 her, oder was? Oh, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann nochmal brauchen. Kriegen wir da irgendwie die Crafting-Quill? Ja, so. C4. Ich denke, ich stelle mal ein bisschen was her, dann haben wir was. Das dauert nämlich ziemlich lange, wie ihr seht. Dann müssen wir das nächste Mal nicht so lange warten. Und dann schnappen wir uns einfach mal die beiden Sachen. Und ich hätte gesagt, wir gehen aufs Dach. Und zwar gab es da scheinbar irgendwie Leute, die hier Kamikaze-Flüge gemacht haben zu anderen Bases oder so. Die haben sich scheinbar Petris geschnappt, also Pteranodons, und haben die mit C4 beklebt oder so. So stelle ich mir das vor. Auf jeden Fall kam da jetzt ein Patch raus und ich habe doch gerade Use Item gemacht. Wieso funktioniert das nicht? Okay, weil wir den Detonator benutzen müssen, glaube ich, ne? Ich benutze C4 nicht so oft. Sehr destruktiv, das Zeug. Damit kann man nichts Sinnvolles anstellen. Oh, das war der falsche. Also mit der linken Maustaste kleben wir das Zeug auf den Archie. Mit der rechten würden wir es detonieren. So, ich nehme das mal ganz schnell wieder weg, damit ich hier nichts Falsches mache. Und jetzt können wir nicht mehr fliegen. Das war der Patch. Und zwar, ja, ich stelle mir das so vor, dass Leute wirklich Pteranodons mit C4 beklebt haben, dann in gegnerische Bases rein sind und das Zeug hochgejagt haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und dementsprechend wurde das jetzt irgendwie gefixt, indem sie Flugtiere nicht mehr fliegen lassen, solange sie irgendwie mit C4 bestückt sind. Finde ich auch irgendwie eine blöde Lösung. Macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber was soll's? Mit Quetzals und mit Wyvern funktioniert das scheinbar immer noch. Also da kann man immer noch Kamikaze-Flüge machen. Ich weiß auch nicht, was das dann soll. Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn, ob ich jetzt einen Pteranodon nehme oder irgendwie eine Low-Level-Wyvern, die ich sowieso rumsitzen habe. Macht ja keinen großen Unterschied. Na gut, die sind ein bisschen schwieriger nachzuzüchten, ne? Aber trotzdem. Naja, ist eine komische Mechanik. Wir können jetzt nicht mehr fliegen, weil wir dieses C4 da an Bord haben. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich von Prime 1 das C4 wieder runterbekomme. Oder? Hold? Okay, wir können es demolischen. Perfekt. Ah, wir können es sogar aufheben. Wir haben es nicht demolished, sondern aufgehoben. Und dann können wir auch wieder fliegen.
Also, wie gesagt, eine komische Mechanik ist jetzt, wie es ist. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch das mal, weil ich es total lustig fand, als ich das in den Patch Notes gelesen habe. Und aus irgendeinem Grund können wir nicht mehr landen. So, versuchen wir es nochmal da oben. So. Und jetzt kommt gerade ein Hitze-Event, glaube ich. Ich bin so langsam kurz davor, die Events auch nach Geräusch deuten zu können. Ja, sie buddelt sich ein, also das ist ein Hitze-Event. Na gut, dann habt ihr die Base jetzt mal bei Nacht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal bei Nacht hier unterwegs waren. So sieht das Ganze nachts aus. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, wie ich finde. Mir gefällt's. So kann man das lassen. Und ich werde jetzt mal abwarten, bis wieder Tag ist. Und dann werden wir mal den Rex und die Wyvern klonen. So, die DNAs habe ich schon an Bord. Dafür brauchen wir noch Prime Meat und ein bisschen normales Fleisch. Und ich denke, eine Feeding Trough stellen wir da auch wieder mit hin. Bauteile, Feeding Trough. Oder habe ich die bei Storages? Ja, da ist eine Feeding Trough. Dann schauen wir mal, was wir mit denen so anstellen können, wenn die fertig sind. So, da bin ich wieder. Das hier ist, glaube ich, der Power Enki, der hier schon ewig unterwegs ist. Und aus irgendeinem Grund ist Fuong vom Turm runtergekommen. Ich glaube schon vor mehreren Episoden. Ich habe die noch nicht wieder hochgestellt. Keine Ahnung, wieso die da runtergekommen ist. Ist eigentlich auf Passiv und da oben fliegt auch nichts rum, also ganz komisch. Ich habe mal die beiden DNA 2000 hier aufgestellt. Die standen vorher ein bisschen anders, falls ihr das gesehen habt. Und zwar stand das Ding hier hinten so Richtung Wand. Und ich habe jetzt aber festgestellt, dass man dann ans Inventar nicht rankommt, wenn der Boden irgendwie uneben ist oder so. Ich weiß nicht, warum es hier funktioniert. Das steht ja hinten auch in die Felswand rein. Aber es scheint hauptsächlich mit dem Boden zusammenzuhängen, ehrlich gesagt. Also wenn der Boden uneben ist und in diese Boxen reinsteht, dann kann man das Inventar nicht, kann man nicht drauf zugreifen. Da muss man also tierisch aufpassen. Und deswegen schwebt das Ding jetzt so doof in der Luft hier. Ich habe aber auch nicht wirklich irgendwo so viel ebenen Grund, dass ich die Dinger wirklich hinstellen könnte. Es sei denn, ich stelle es hier mitten vor unsere Base hin. Und das will ich eigentlich nicht. Also das hier ist auch zu uneben. Die sind zu groß. Die würden von der Felswand bis ungefähr hierher stehen oder so. Und dafür ist der Boden zu uneben. Da würde ich wieder nicht drauf zugreifen können. Das ist total albern. Also die sind einfach zu groß für Ark. Ganz ehrlich. Sieht auch irgendwie nicht so toll aus in der Größe. Na gut, die stehen jetzt auf jeden Fall hier. Und ich habe schon mal Prime Meat reingepackt. Das Zeug wird schon wieder schlecht. Ich denke, wir legen jetzt einfach mal los. Und fast hätte ich es vergessen, wir brauchen eine Kaktussuppe. Sonst one-hittet uns der Rex wahrscheinlich gleich. Das wollen wir nicht. Kaktussuppe habe ich im Kühlschrank, das sollte kein Problem sein. Ich habe die Feeding Trough auch hingestellt, habe da auch schon Fleisch rein. Also werden wir gleich wissen, ob sie dann von der Feeding Trough fressen. Das interessiert mich auch total. Brennend. So, Kaktussuppe. Voll lecker. Gut, dann können wir jetzt loslegen. Schmeißen wir da links den Rex rein. Rex-DNA. Ne, ist die Wyvern. Rex-DNA. Und Start Process. Oh, ist der klein. Total winzig. Processing. 0%. Baby-Rex schwebt genau in der Mitte. Und wenn wir hier reingucken, passiert da irgendwas? 991. Sieht nicht so aus, als würde irgendwas passieren. Prime Meat ist auch alles noch da. Vielleicht fressen die einfach über die Zeit hinweg mit der, also langsam dieses Prime Meat auf. Könnte sein, jedes Mal beim Imprinten oder so. Aber das war ganz komisch. Letztes Mal haben wir teilweise ja keinen Effekt gesehen. Yeah. Wieder eine Wyvern. Nicht anhauchen lassen. Das haben wir jetzt schon gelernt. Na gut. So, warum stelle ich hier zwei hin? Ganz einfach. Ich muss jetzt nur warten hier, bis die Prozente runterlaufen. Dann muss ich kurz mal E drücken. Dann muss ich wieder warten, bis wir bei dem nächsten Zehner-Schritt sind. Dann muss ich wieder E drücken. Also irgendwie ein bisschen witzlos. Das ist normale Nachzüchten noch deutlich lustiger. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Dann haben wir nämlich einen Alpha Rex und eine Alpha Wyvern. Und den Alpha Rex, ich weiß gar nicht, was man mit denen machen kann. Also zum Prime kann man die auf jeden Fall evolven. Das müssen wir noch ausprobieren. Wir hatten noch keinen Alpha Rex, deswegen habe ich gedacht, wird es jetzt echt mal Zeit. Ein Rex muss doch jeder in seiner Base stehen haben. Und wir waren sowieso. Na gut. Ich melde mich mal zurück, wenn ich ein bisschen weiter bin. Und wir so Richtung 100% gehen. Und
Bis dahin drücke ich hier mal E und warte ab. Wieso ist er denn jetzt wieder böse? Ah, nicht auf uns, sondern auf irgendwas anderes. Ist hier irgendwas unterwegs? Ja, da ist ein Dodi unterwegs. Na gut, zum Glück ist er noch zu klein, um hier irgendwas anzurichten. Der Kleine tut uns noch nichts. Das ist gut. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wenn der hier Schmarrn macht, dann wird wahrscheinlich Goldie kommen und hier reinhapsen. Das wäre uncool. Aber der sollte eigentlich hier keinen Schaden anrichten. Wenn dann an uns, dann merke ich es gleich und whistle hier passiv, damit nichts passiert. So, press E to feed. E gepresst und weiter geht's. Und gleich ist es soweit. Ich habe jetzt inzwischen die dritte Kaktussuppe geholt. Zwischendrin ist es mal ausgelaufen, dann hat mich der Rex angebrüllt und von hinten die Wimpern angespuckt oder gehaucht, wie man das nennen will. Das ist also ganz schön gefährlich hier. Aber mit der Kaktussuppe funktioniert das einwandfrei. So, gucken wir mal. Processing. Müssen wir jetzt nochmal E drücken oder geht es auch so? Und? Press E to feed. Ich habe nichts gemacht. Okay. Das letzte Mal muss man wohl nicht mehr drücken. Ich weiß nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Da ist er. Okay. Ich hoffe, die Wimpern aggrot jetzt nicht. Alpha Rex 870. Wow. Gut, wir haben nur noch 2%. Die hält er bestimmt durch. Die Wimpern aggrot komischerweise nicht. Die aggrot wirklich nur auf mich scheinbar. Aggro-Wimpern. So. Die braucht noch 1%. Und es sieht so aus, als würden genau 1000 Primeat aufgebraucht, nehme ich jetzt mal an. Oh, jetzt hat er doch geaggrot. Frisst unseren Rex auf. Gut. Hat sich erledigt. Also, ich weiß nicht genau, wie viel wir hier drin hatten. Auf jeden Fall werden ein paar hundert Primeat aufgebraucht. Und das ist irgendwie, in komischen Schritten wird es aufgebraucht. Also, ich glaube bei 50% wird eine große Fuhre aufgebraucht und unser Alpha-Rex steckt fest. Und die Wimpern steckt auch fest. Gut. Dann nehmen wir das Zeug einfach wieder hoch. Also das Ganze, die ganze Idee, die funktioniert zwar nicht so wirklich, aber was soll's. Pick up. Ich fand das eigentlich irgendwie doch netter mit Zähmen und Großziehen. Na gut, jetzt haben wir hier diese Spezialmechanik. Und die Wimpern ist Level 840 rausgekommen. Ist das nicht das Gleiche wie letztes Mal. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal da hoch. Flavi ist auch 840 rausgekommen. Das ist ziemlich komisch. Wieso kommt ihr denn immer 840 raus? Der Rex ist besser rausgekommen. Wahrscheinlich war es einfach Zufall bei den Wivern. Aber ein komischer Zufall auf jeden Fall. So. Packen wir mal hier das ganze Fleisch weg. Und ja, ich habe noch ziemlich viel Zeug dabei. Dann holen wir uns, denke ich mal, einen Sattel für den Rex. Den müssen wir ja mal testen. Eine DNA haben wir zurückbekommen. Ja, wir können einfach nur zum Prime Rex evolven. Ich weiß nicht, ob es danach noch weitergeht. Aber wir könnten zum Prime evolven. Ich glaube, das machen wir jetzt aber noch nicht, weil die Herzen zu kostbar sind. Ich habe zu wenige Herzen. Wow. Fast 2 Millionen HP. Das ist crazy. Na gut, wir holen jetzt mal einen Sattel und testen ihn so ein bisschen. Ist es ein R? Wir brauchen natürlich auch noch Namen. Du bist ein Weibchen. Okay. Ein starkes Weibchen. Und du da hinten. 840er. Du bist ein Männchen. Okay. Da haben wir auch mal ein Männchen dabei. Jetzt holen wir mal einen Sattel für den Rex. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Wyvern-Sattel haben. So, mal gucken. Hier drin jedenfalls nicht mehr. 77, sowas hebe ich sowieso nicht auf. Wir nehmen mal den 270er. 270 Panzerung, das ist ganz cool. Und dann drehen wir, glaube ich, mal eine Runde. Wir müssen auf jeden Fall mal an der Puppe schauen, wie viel Schaden wir ungefähr machen. Das interessiert mich. Der wird wahrscheinlich ganz schön Dampf haben hier, der Rex. Oh yeah. Ich glaube, der ist größer als ein normaler Giga. Wow, der ist fast so groß wie der Alpha Giga. Crazy. Wow. Das ist schon mal eine ganz gute Nummer. Die Wimpern sind natürlich stärker. Aber wir haben auch unglaublich viel HP, ne? Wow. Gut. Dann können wir eigentlich mal den hier wegmachen. Ich will die Base jetzt langsam so ein bisschen sauber haben.
Damit ich dann auch sehe, ob hier die Spawns geblockt sind oder ob ich dann noch was machen muss. So. Das wäre erledigt. Gehen wir mal hier raus. Ach ja, das ist so ein Vanillator. Das müssen wir von Hand machen. Ich glaube, wir müssen hier runter. Oh oh. Bei den Gigas kann man ja so über die Arme absteigen. Das ist super praktisch. Bei den Rexen... Ich stecke irgendwie fest. So, jetzt geht's. Bei den Rexen geht das nicht. Wenn der Rex jetzt so hoch ist, dann ist es ganz schön gefährlich mit dem Absteigen. Na gut. Kriegen wir schon hin. Da läuft wieder einer rum. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Tiere hier, diese Säbelzahntiger, auch DNAs für uns haben. Deswegen werde ich dem jetzt mal eine verpassen. Oh, der ist schon wieder weggelaufen. Bleib mal stehen. Der weiß schon, was passiert. Ist gar nicht so doof. Gut. Ich glaube, wir haben gerade einen Dodi getreten. Können wir aufsteigen? Bitte? Vielleicht? Ja. Gut, das ist wieder ein bisschen schwierig mit der Hitbox scheinbar. Machen wir den mal weg. Oh, da kommt gerade einer. Dodi. Das ist mein Säbelzahntiger. So. Der will uns schon wieder unsere Beute klauen. Ja, genau. Die haben nämlich auch DNA. Oh. Kam der Dodi wieder runter. Den nehmen wir mal mit. Und... ja, dann machen wir den weg, weil wir die XP brauchen. So, das wird wahrscheinlich einen Moment dauern. Na? Da ist ein Speed-Skorpion unterwegs. Ich sehe wieder ziemlich viele Speed-Tiere. Das war mal eine Zeit lang irgendwie weniger. Ja, das dauert wirklich. Na gut, den will ich jetzt aber fressen, weil dann haben wir jede Menge Levels. Dann können wir ein bisschen Melee-Damage pumpen. Da geht bestimmt noch was. So, geschafft. Dann, ich gehe erstmal auf 2 Millionen, oder? Wenn wir es können, warum machen wir es dann nicht? Wir haben auch 35.000 Gewicht, was auch total cool ist. 1000% Melee-Damage. Wow, das gab gute Levels. Super cool. Wir sind jetzt 918, also mit eins unserer stärksten Tiere, denke ich, vom Level her. Super cool. Speed Dodi. Direkt eingerollt. Ich glaube, das ist ein Power-Säbelzahntiger hier. Ja, 380er. Bringt uns jetzt nicht so viel, wir können die sowieso nicht zähmen. Wow. Die halten schon viel aus, die Dodis. Na gut, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Rex. Wir können ihn mal mit dem Giga so ein bisschen vergleichen. Aber ich denke mal, Goldie macht wirklich deutlich mehr Schaden. Wieder Level up. Mehrere. Oh yeah. Super cool. Ach so. Wir haben noch eine Spezialattacke, wie es aussieht. Also Rechtsklick ist ganz normal brüllen. Linksklick ist normale Attacke. Und das hier ist C. Wir haben also noch eine C-Attacke. Die müssen wir jetzt noch schnell testen. Vielleicht ist das noch ein Relikt von früher. Ich glaube, die haben früher mal eine extra Poison-Damage-Attacke gehabt. Wow. Das war ein One-Hit. Oh, das ist ein Speed-Säbelzahn. Den fressen wir auch mal schnell. Auch ein One-Hit. Ich glaube, die haben eine Spezialattacke, die richtig fies ist. Kann das sein? Okay, das waren jetzt schon drei. Also das scheint eine normale Attacke zu sein. Ich glaube nicht, dass wir Poison Damage machen. Die Viecher sterben alle. Was ist denn mit den Dodis hier? Das sind ganz schön viele unterwegs. Aber ich habe das Gefühl, dass die Attacke mehr Schaden macht als die anderen. Machen wir den Speed Skorpion hier auch noch weg. Okidoki. Der Rex sammelt hier auch keine Ressourcen. Das ist ein bisschen ungünstig. Weil das eigentlich ziemlich wichtig ist, dass man die ganzen Tränke und so mitbekommt. Hm, Terror Bird. Die droppen, soweit ich weiß, keine DNA. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Der kommt wahrscheinlich gleich angeheizt, oder? Oh, der ist ziemlich schmal. Kleines Ziel. Da müssen wir nochmal schießen. Yes. So, bewegliche Ziele treffe ich besser. Wie es aussieht. Yes, Terror Bird DNA. Super cool. Hat sich gelohnt, den zu legen. Ich denke, den fressen wir auch noch kurz. Dann haben wir wahrscheinlich bald Max-Level. Mit den Alphas hier geht es recht schnell.
Ach so, die Aggro nicht, weil ich noch die Kaktussuppe drauf habe, nehme ich mal an. Geschafft. Die Alpha-Hearts brauchen wir ganz dringend. Unmengen davon. Wir werden demnächst auf jeden Fall mal die Bosse angehen und so ein bisschen den ganzen Endgame-Content checken von Ark Comes Alive. Aber ich habe gedacht, wir machen das mal alles so ein bisschen der Reihenfolge nach. Nicht ganz so sehr durcheinander. Ich habe gesagt, wir züchten noch ein paar Tiere nach und das haben wir jetzt heute mal gemacht. Und außerdem möchte ich die ganzen Tiere auch sehen. Es gibt so viele unterschiedliche Tiere. So, wir sind wieder hier. Wir haben noch ein bisschen was zu verteilen. Wir sind jetzt Level 925. Normale Attacke macht jetzt 250.000 fast. Und das hier ist die C-Attacke. Okay, das ist praktisch dieselbe Attacke. Also da gibt es keinen Unterschied. Na gut, aber ein ziemlich starkes Tier auf jeden Fall. Okidoki. Lassen wir den mal hier stehen. Und da muss ich mir noch einen Namen für sie einfallen lassen. Mache ich auf jeden Fall noch. So, jetzt haben wir noch eine 840er Alpha-Wyvern. Ich denke, wenn wir jetzt sowieso zwei haben, dann können wir die jetzt in eine Zombie-Wyvern evolven. Oder ihn, ist ja ein Er. Oder? Wärst du gerne Zombie-Wyvern? Ja, ich glaube schon. Holen wir uns mal so ein Zombie-Hirn hier. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Zombie-Wyvern-Brain. Das brauchen wir. Ich habe immer noch keine Dodo-Wyvern gesehen, also wir brauchen dringend wieder Dodo-Wyvern, damit wir weiter zu Dodo-Wyvern evolven können. So, du kriegst jetzt ein Brain? Ja, und dann können wir das direkt machen eigentlich. Gut, wir brauchen die Punkte nicht zu verteilen, das bringt ja nichts. Aber einen Sattel hole ich trotzdem mal. Ach so, ich weiß nicht, ob wir einen Sattel haben, genau. Da müssen wir jetzt erstmal suchen. Vielleicht hat Goldie einen Sattel. Ach so, wir wollten die noch vergleichen. Ich komme wieder so ein bisschen durcheinander hier. Wir nehmen mal kurz Goldie und schauen, wie viel Schaden Goldie macht. Goldie macht 357.000. Naja, ist halt ein Giga, ne? Gigas machen dann doch noch ein bisschen mehr. Yeah. Super cool. Und jetzt stehen wir auf dem Arm. So steigt man im Giga ab. Wir suchen nach Sattel. So, da war ein Alpha-Rex-Sattel. Rex. Haben wir zwei Stück. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay, die müssen wir auf jeden Fall noch aufheben. Wir brauchen jetzt aber einen Wyvern-Sattel. Und zwar nehmen wir dann einfach den, der besser ist. Die sind jetzt nicht umwerfend, aber in Ordnung auf jeden Fall. So. Und dann parke ich sie, oder ihn, so ein bisschen abseits, damit wir das Ritual da gechillt und ungestört vollziehen können. Ich denke mal, dass nichts passiert. Ich hoffe es. Die sind ultra gefährlich, diese Alpha-Wyvern. Die sind schon sehr stark. Sattel runter. Und Brain ist drin. Gut, wir können nochmal kurz hochleveln, auch wenn es eigentlich egal ist. Zombie-Wyvern. So, jetzt bin ich gespannt. Das Tor macht irgendwelche Sachen. Und der Moment der Wahrheit naht. Und? Yes! Super cool. Mal sehen, ob es noch ein Männchen ist. Oder inzwischen ein Weibchen. Das ist ein Weibchen. Wir haben wieder eine Geschlechtsumwandlung bekommen. Und, Mann, du bist aber nicht gerade die Hübscheste, ganz ehrlich. Na gut, die ist ziemlich klein, ne? Also eine ganze Ecke kleiner, glaube ich, als die Alpha-Wyvern. So vom Gefühl her. Mal sehen, ob der Sattel noch passt. Natürlich passt der Sattel noch. Wunderbar. Wir sind also jetzt praktisch sowas ähnliches wie eine Prime-Wyvern. Von der Stärke her. Also, müssten wir sein. Wir haben ähnlich viel investiert. Ja gut, die Prime Wyvern kosten halt 30 Alpha-Hearts, die sind schon teurer. Oh, wir müssen uns um unsere Kleinen kümmern, glaube ich. Das müssen wir mal ganz schnell machen. So, einmal absteigen und die kleinen Megalos hier streicheln und so. Oh, die sind gar nicht mehr klein. Was willst du denn jetzt eigentlich? Once Care in 8 Minuten? 40 Minuten? Cuddle. Yeah. Pennt einfach weiter. Wollte nur so ein bisschen gestreichelt werden. Mitten im Schlaf.
Okay, wir haben die Wilber noch auf Follow. So, wo bist du denn hin? Da oben. Chill mal eine Runde. Ziemlich schnell auf jeden Fall. Klein, wendig und schnell. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Also da steht eine Alpha-Wivern, ne? Und die Zombie-Wivern sind schon deutlich kleiner. Ja, auf jeden Fall. Bisschen löchrig mit den Flügeln. Ich weiß nicht, ob sich's damit gut fliegt, aber... scheint ja eigentlich ganz gut zu funktionieren. Ist ziemlich schnell. Ziemlich wendig. Landet nur nicht gerne. Na gut, da müssen wir halt einen Moment warten. Okay, dann geht's hier runter. Mega schnell. Aber ich denke mal, die Alphas sind genauso schnell. So. Dann testen wir jetzt mal. Gucken uns so ein bisschen die Statistiken an hier. Wir können auch direkt vergleichen eigentlich. So. Mal sehen, wie die Stats von Slavia so im Vergleich sind. Gut. Komme ich so an beide ran? Ja, so ein bisschen. Flavia hat 1.000.000 HP und ein bisschen was. Und gut, Melee Damage und so können wir nicht vergleichen, ne? Können eigentlich nur die HP vergleichen. Da haben wir ein bisschen mehr. Also macht keinen so großen Unterschied von den HP. Wir können natürlich noch den Schaden, den wir machen, vergleichen. Ich glaube, die machen so 250.000, die Alpha-Wivern. Also wahrscheinlich ein bisschen mehr. So ganz, ganz grob. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir gehen nur an Melee-Damage, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Was haben wir denn für Attacken? Natürlich ein Feueratem. Wir können wieder hochheben. Und ich denke mal, das war's. Na gut. Da haben wir jede Menge Alphas. Alpha-Säbelzähne. Die könnten wir eigentlich direkt mal wieder betäuben. Den DNAs mitnehmen. Super cool. Level up. Also ist halt ein ziemlich praktisches Tier. Yeah. Die sind genauso wendig wie die Alpha-Wivern. Ziemlich sicher. Ich denke schon. Dürften ganz genauso wendig sein. Dreht sich auch direkt um. Sind auch super schnell. Also ich denke, die sind auch genauso schnell wie die Alpha-Wivern. Aber ein bisschen kleiner und kompakter. Gefällt mir ganz gut. So, ich hole mir jetzt mal die DNA von den beiden. Und... erstmal wieder verfehlt. Na gut. Wir brauchen nämlich jede Menge DNA hier. Für unsere Experimente. Und dann hole ich mir auch direkt noch die Alpha-Hearts. Die brauchen wir genauso dringend. Ich habe hier so ein kleines Problem. Und zwar, die drei lagen ja so ein bisschen auf einem Haufen und sind so vor sich hingewachsen mit der Zeit. Und inzwischen sind sie alle ziemlich groß und stecken irgendwie ineinander fest. So. Das Problem ist, einer von denen will im Moment spazieren gehen. Und das funktioniert nicht, weil die alle irgendwie feststecken. Das ist ein bisschen ungünstig. Außerdem müssen die jetzt schlafen. Ja, die schlafen sowieso gleich ein. Also kann ich sie auch direkt runterpfeifen. Ich hatte die extra so nebeneinander gelegt. Ziemlich weit auseinander. Also die kleinen Tiere lagen alle einzeln, aber jetzt sind die so groß geworden, dass sie alle mitten ineinander liegen. Also, da muss man wohl ein bisschen aufpassen. Ich weiß im Moment nicht so recht, wie ich die auseinander bekommen soll. Na gut, da werde ich mich dann mal drum kümmern. Mal sehen, ob ich das irgendwie hinkriege. Aber ich denke, da wird es schon irgendeine Lösung geben. Ich würde aber sagen, das war's jetzt erstmal für heute. Wir haben wieder ziemlich viel geschafft. Wir haben eine neue Zombie-Wivern und wir haben den Alpha-Rex. So, die beiden kriegen auf jeden Fall noch einen Namen. Da habe ich mich jetzt auch noch gar nicht drum gekümmert. Sie ist auf jeden Fall... ja, sie ist jetzt eine Sie. Also, mit den Geschlechtern komme ich langsam überhaupt nicht mehr klar. Das ist unglaublich. Ständig ändert sich das. Na gut. Wir haben jetzt also zwei Sie's und da brauchen wir zwei Namen für die. Da werde ich mir noch was Gutes einfallen lassen. Das sieht schon komisch aus hier. Dir fehlt so ein bisschen Haut auf der Nase, meine Liebe. Na gut. Zombie-Wivern halt. So sehen sie aus. Ich muss mir leider so ein bisschen
überlegen, was ich hier evolve, weil wir so wenige Alpha-Hearts haben. Ansonsten kann ich später die Wyvern nicht mehr evolven. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, wofür wir die Alpha-Hearts brauchen. Da müssen wir so ein bisschen drauf achten. Deswegen habe ich den Rex jetzt noch nicht evolved. Vielleicht machen wir das später noch, dass wir mal so einen Prime Rex testen können. Aber im Prinzip ist es einfach nur ein roter Rex, der noch mehr Schaden macht. Sieht ziemlich cool aus, die gelbe Färbung. Also mir tut es immer leid, wenn ich Tiere hier irgendwie evolven muss, weil die dann diese super coole gelbe Färbung verlieren. Na gut. Das war's erstmal für heute. Wir haben zwei richtig starke Dinos dazu bekommen. Und ich muss mich jetzt um meine drei Kleinen kümmern, dass ich die irgendwie auseinanderwurschtel. Mal sehen, wie ich das hinbekomme. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Endlich wieder Regen.